Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Die Musik ist irgendwie hypnotisch. Okay, wir gehen schon wieder raus und starten die nächste Mission, die... wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Wir fahren einfach mal dem Horizont entgegen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh. Schnapp uns gleich mal einen schnellen Wagen. Ich habe... ehrlich gesagt, keine Ahnung, was wir machen können. Ich habe einfach genau gedacht, ja, normal Mission, Leute, ihr wisst es ja. Da muss ich ja nicht jedes Mal erwähnen. Scheiße. Das war nicht so toll. Okay, wir fahren einfach mal los. Den Totenkopf, den hatten wir nicht geschafft. Das war die Mission vom letzten Mal, von der letzten Folge. Ach, verdammt. Das war nicht so gut. Nichtsdestotrotz, ich denke, wir machen mal mit einer Hauptmission weiter. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Fahren mal hier ein bisschen rum. Die Mission, oh Gott, diese komische Hubschrauber-Mission, die habe ich ja immer noch nicht geschafft. Eigentlich müsste es ja noch Ding an unserem Haus Mission geben. Ich fahre mal kurz in die Richtung hier. Aber hier wird auch nichts angezeigt. Muss ich die Mission schaffen? Ich dachte, wir hätten noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Ich weiß es nicht. Fahren einfach mal hier in diese Richtung. Hier ist Pay and Spray. Ich finde aber nichts. Na gut, komm, dann probieren wir es noch einmal. Kann ja nicht schaden. Falls wir es nicht schaffen, dann machen wir einfach eine andere. Muss mich jetzt hier auch nicht so anstellen. Ja, Leute, da habt ihr recht. Da lang? Ja, hier lang, okay. Manchmal verfahre ich mich hier ein bisschen. Ja, okay, hier sind wir richtig. So, der Wagen hat aber echt einen auf dem Kasten, muss man sagen. Schutt und Asche. So, ich lasse die Zwischensequenz gerade nochmal kurz laufen, weil ist schon ein... ja, gut, ist schon wieder ein bisschen her. Ich habe ein Problem und ich denke, du könntest mir helfen. Ich bin kein Builder. Nein, ich dachte mehr an deine Demolition-Skillen. Jetzt, das hier, das ist der Development als Plan und das ist die Property, die wir looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... as a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Gib dich zu dem Topfanwagen nahe dem Abriss vorgesehenen Gebäude. Ist das nicht schön? So, mein Wagen ist weg, komischerweise. Der Mond ist wieder so groß. Können wir eigentlich da wieder drauf schießen? GTA 3, ja, da kann man die Mondgröße verändern. Hallo? Okay, der sah ein bisschen merkwürdig aus. Okay, dann hier müsste der Wagen sein. Ja, ich habe es auch noch richtig in Erinnerung. Oh Gott, die Steuerung war hier eher das Problem, Leute. Falls ihr euch noch erinnert, als ich das letzte Mal gemacht habe. So, Moment, ich bin hier schon mal... welche Tasten waren das denn? Was ist die hier? Du musst an jedem Ziel... So, das ist ja... ach, okay, so geht nach vorne. Okay, ja. Ich hab's. Und so, wenn... ja, okay. Okay, gut, dann schnappen wir uns ein paar. Die Steuerung ist extrem komisch. Um es so zu sagen. Jetzt, nimm sie auf! Mann, ich bin doch... ich fühle mich so gemobbt durch das Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. So. Scheiße. Okay. Wie lasse ich die Dinger denn fallen? Mit Leerzeil, Leertaste oder so, glaube ich. Hä? Okay. Flieg einfach nach vorne, Hubschrauber, bitte. Oh nein, die... ich komme mit der Steuerung nicht klar, Leute. Ich komme nicht mit der Steuerung klar in diesem Level. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich schon letztes Mal erwähnt gehabt, aber ich komme immer noch nicht klar. Ich werde das niemals schaffen mit der Zeit. Klar, man sollte jetzt natürlich nicht an das Level rangehen und sagen, dass man es nicht schafft, aber zieht euch das mal rein. Das ist richtig eklig. Oh Gott, nein, nein, nein. Diese ganzen aufploppenden Sachen, da kann ich mir eh nicht durchlesen. Scheiße. Mann, fliegt doch vorwärts. Ich schaff das manchmal nicht. So, so. Okay. Dankeschön. Rückwärts komme ich mit, komme ich gar nicht. Toll.
So, die Richtung. Wie lasse ich die Teile jetzt nochmal fallen? Ach, Q ging, glaube ich, ne? Q, Q. Oder auch an... nee, Q ist zur Seite. Der ist irgendwie... So, jetzt. Aha. Wow. Verbleibende Ziele 3. Ey, das ist die Steuerung verwirrend, Leute. Da gleichzeitig noch zu kommentieren, das... Sorry, das ist... Ne, das ist unmöglich. Das geht echt gar nicht. Und der hat mich schon gut erwischt, der Arsch. Ah, da liegt, glaube ich, eine Waffe drin. So. Nein! Nach vorne, Mann. So. Nach einer Zeit kommt man schon wieder rein, aber... Na. Das ist ganz schwierig zu erklären. Da hocke ich übrigens drin. Ganz lustig. Komm, jetzt nimm's auf. Mann, dass ich da immer so nah dran muss. Ich sehe gerade meine Tastatur nicht, daher... nach vorne, nur nach vorne, weil wenn ich nach vorne drücke, dann seht ihr es ja, dann sinkt er immer so ein bisschen. Komm, ja. Okay, dann ein bisschen an Höhe gewinnen. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, ja, okay. Man kann es koordinieren, ich muss sagen, es geht schon, aber es liegt einfach an der Portierung. Es ist ja zuerst für die PlayStation erschienen, also GTA ist eigentlich, muss man so sagen, auch immer zuerst für die PlayStation erschienen, beziehungsweise so ein bisschen... PlayStation-exklusiv, wenn man es an den, hier Liberty City Stories und Vice City Stories. Und wenn es dann halt auf den PC portiert wird, dann klar, die ganze Steuerung, das ist ja komplett anders. Das kannst du ja nicht vergleichen. Verdammt, ich kann nicht gleichzeitig die Maus und so viele Tasten bedienen. Und ich brenne. Gut, Mission gescheitert. Yeah! Na dann, das war toll. Ich freue mich. Gibt's hier nichts anderes zu tun? Hm. Das ist ein Telefon. Dann fahren wir mal kurz zum Telefon. Komm, das machen wir jetzt. Oh Mann, weh, das ist eine Hauptmission. Dann muss ich das aber, keine Ahnung. Ohne, keine Ahnung, oder abfilmen oder sowas. Oder versuchen wir die, keine Ahnung. Aber so ganz normal mitten in der Aufnahme. Oh, nee, das ist viel zu schwierig, Leute. Entschuldigt. Da probiere ich jetzt lieber was anderes aus. Telefon. Da kriegen wir doch immer mal ganz passable Missionen aufgetragen. Komm, das machen wir jetzt. Ist zwar nicht wirklich Hauptmission, aber dass wir wenigstens was getan haben. Ja, danke. Toll. Freue mich. Ja, Tommy, lauf noch langsamer. Explodier einfach. Cool, guys, download, look at explosions. Ist aber ganz cool mit dem Mausrad, mit dem mittleren kann ich so nach hinten gucken. Wow. Oh Gott, Entschuldigung. Ich meine gleich einen elektrischen Anfall. What's up? Die wasende Schrottfabrik. Rasende. Ah. Das ist ja... In der Nähe sind einige Waffen für dich deponiert worden. Falls du sie brauchen solltest, du hast 9 Minuten, um alle Gangmitglieder auszuschalten. Ah, jetzt haben wir mal so eine Mission. Um Gangmitglieder zu töten. Mike Griffin arbeitet dann an einer Plakatwand in Washington. Griffin. Waffen. Da vorne ist irgendwas blau markiert. Ist das einfach ein Fahrzeug für uns, oder... Das ist wahrscheinlich das Fahrzeug hier, ne? Ist keine... Doch, da ist eine Waffe drin. Wow! Okay, also da könnte ich die mir ersetzen. Aber wir haben ja noch... Ja, wir haben noch genug auf Lager. Okay, wir müssen 9 Leute töten und haben 8 Minuten. Beeilen wir uns einfach mal. Der müsste irgendwo da oben sein, ne? Hä, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Da ist er. Ach, verdammter. Aha. So. Dick Tanner hält sich bei DBP Security am Ocean Drive auf. Schon wieder ein Typ, der Dick heißt. Sehr schöner Name.
Für Leute, die keine guten Englischkenntnisse haben, Dick ist ein anderes Wort für Cock. Ja, Dick ist ein anderes Wort für Cock. Das wird den den Leuten, die nicht so gut Englisch können, nicht sehr viel weiterhelfen. Aber ich denke mal, wer hier GTA guckt, wird ein paar Englischkenntnisse haben. Und wir fahren mal hier lang. Das Motorrad ist richtig geil, aber ich habe Angst, darunter zu fallen. Oh Mann, ich lasse mir wieder viel zu viel Zeit. Aber die Musik ist cool. Aber Leute, das habe ich euch ja schon oft gesagt, die Musik ist hier eh am geilsten. Also, das muss man einfach sagen. Geh nicht zu nah an deine Zielperson heran, sonst... Ah! Nein! Gruppe 6! Oh, der Wagen hält ja viel aus. Ja, er brennt! Haha! Nein, mein Motorrad! Cool. Fährt das noch? Lebt der Typ noch? Mark Hammond und Franz so Carter halten sich in der Nähe des Juwelierladens in Vice City auf. Blablabla. Vater! Oh Mann! Das ist so cool, mit dem Motorrad rumzufahren, aber wenn du irgendwo dran krachst, dann fliegst du gleich hunderte von Metern. Das ist einfach nur unfassbar. La! Die Musik ist bestimmt geschützt von der GEMA. Scheißdreck. So, komm. Ja, jetzt sind auch die Bullen hinter mir, danke. Ja, lass deinen Kumpano hier. So, der ist weg. Oh Gott im Himmel. Ja, jetzt biegt er noch ab, danke. Ja! So, komm, explodier. Aua. Nick Kong hält sich in der Nähe von Washington Beach auf, du Heilige. Scheiße. Oh, nee, jetzt sind meine ganzen Waffen wieder. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Call me. Oh Gott. Ja, da bin ich auch schon wieder zurück. Wen wundert's, immer wieder bei 80er Musik. Ja. Die Telefonstation ruckelt ein bisschen. Bla, 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 bla. Ah ja, stimmt, das sind ja europäische, natürlich. Wir Europäer. Okay. So, jetzt keine Zeit verlieren. 9 Minuten. Wir steigen. Fuck, wir nehmen jetzt ein Auto. Bevor ich wieder vom Motorrad fliege. Motorrad sind wir vielleicht mal schneller unterwegs. Das ist schon richtig, aber. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Wir haben ja immer noch unser Scharfschützen. Gedöns. Hoffe ich mal, ja. Ja, ja. Und ich kann mit dem Mausrad dran zoomen. So, Dick Tanner, Ocean Drive. Und die Bullen natürlich. Hier kann man nicht einfach mal irgendwelche Leute abknallen. So, wir verlieren keine Zeit. Jetzt sind wir schon wesentlich schneller dran. Weil derzeit sind wir vorhin erstmal losgefahren. Komme ich hier rüber? Ja. Oh Gott. Wow, das war knapp. Mann, ey. Um da immer ranzukommen, müssen wir hier mal durch die Straßen fahren. Das dauert ein bisschen. Wir müssen pro Typ quasi unter einer Minute brauchen. Oder halt höchstens eine Minute. So. Wir haben den wieder. Nein! Oh. Oh Gott. Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach geradeaus schießen. Toll. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Das biegt ja auch noch ab, der Arsch. Moment, Moment. Ich muss an seiner Seite fahren, weil dann kann ich reinschießen. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Nein. Steig aus, steig aus. Ach. Okay, okay, da bin ich auch schon wieder. Diesmal nehmen wir doch wieder das Motorrad. Wenn ich ein bisschen vorsichtiger fahre, aber mit dem Motorrad sind wir einfach
agiler und wendiger dran. So, müssen wir uns jetzt natürlich wieder reinziehen. Okay. Quasi also einfach die Gang umlegen, die einen Raub geplant haben. Ah, oh Mann, ey. Ist wieder gestorben, ey. Das doch. Mann, ey. Wieso immer ich? Ja, Sprenger. So, komm, wir schnappen uns schnell das Motorrad und dann geht's auch schon los. Scharfschützen. Mike Griffin arbeitet, okay. So, mit dem Auto werden wir jetzt natürlich ein bisschen schneller dran, aber... So, jetzt haben wir das Motorrad. Da, meine Hand. So. Los geht's. Soll ich natürlich wieder absteigen. Da oben ist er. Und... Zack, zack, zack. Bam. Und weiter geht's. So, jetzt gehen wir zum Dick. Tanner. Also nicht, dass ihr was Falsches denkt. Ihr perversen Typen. Und Typinnen. So, hier lang. Also mit dem Torrad sind wir natürlich schon deutlich schneller dran, aber hier kannst du natürlich auch viel schneller runterfliegen. Also, wenn dich irgendwo Degen ditcht, dann bist du platt. In dem Sinne. Kann ich das irgendwie von hier aus regeln? Ja, toll, der Typ ist ja noch nicht mal erstellt von hier aus. Was ist das denn? Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja! Ja! Haha! Hat funktioniert, der Arsch ist jetzt tot. Ich habe ihn kaum gekannt. Oh Gott, weil, what the fuck. Oh, der ist uns fast neben reingefahren, da wären wir am Platz gewesen. Beziehungsweise weit geflogen. Wie man hier immer wegfliegt, ey. Ma! Ja, okay, die Apollo war ganz cool, aber das ist nicht ganz in meinem Sinne. Hier ist der Club übrigens. Ja, komm, jetzt los geht's. Ja, kommt, platziert den halt noch weiter weg. Nee, nee. Was ist denn der? Was? Die haben mich gesehen? Achso, ja. Da sind sie. Oh, oh. Gut, der ist weg. Der war eben hinter uns. So, diesmal ein bisschen vorsichtiger. Nein, 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 oh. So. Der müsste jetzt relativ... Ja, okay. So, komm, explodier, explodier, explodier. Nein, 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 nein. Nein! Was? Was war das jetzt? Oh Gott, nein, die Bullen, die Bullen. Oh, die haben jetzt auch noch gefehlt. Huh. Ich glaube, wir werden hier von Leuten gejagt, sonst wäre ich garantiert nicht so sehr angerempelt worden. Oh Mann, ey, diese Zeitmission, die sind ja schrecklich. Wie weit ist denn das jetzt schon wieder weg? Fahren einfach mal gut Glück hier lang und, na. Weiß es natürlich nicht, ob das der schnellste Weg ist, den wir jetzt genommen haben. Wir haben übrigens keine Hauptmission übrig. Ich habe in der Zwischenzeit nach den Cuts eben, habe ich immer nachgeguckt, ob es irgendwelche noch gibt. Aber nö. Wir müssen anscheinend echt diese komische Hubschrauber-Mission schaffen. Und da sehe ich echt schwarz, Leute. Ich weiß echt nicht, wie ich das so... Also klar, das ist schon möglich. Aber... Das ist halt nicht so ohne weiteres. Oh mein Gott, ey. Wie weit ist denn das weg? Weißt du, die geben dir... Was soll das überhaupt? Das ist doch total sinnlos. Da ruft dich irgend so ein Typ an und sagt dir, du sollst irgendwie in 9 Minuten 9 Leute töten, die komplett auf der ganzen Insel verteilt sind. Danke. Ja, danke. Toll. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt aufsteigen. Komm, komm, komm! Alter, steig doch auf! Okay. Gut, danke. Und wir werden die Mission wieder nicht schaffen, weil hier keine Autos sind. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Also die Bullen machen wir hier immer mit Abstand am meisten Probleme. Und sofort rückwärts. Komm, komm, komm!
Steig ein! Meine Fresse. Entschuldigung, aber das macht mich ja immer sauer. Toll. Oh Gott, der ist ja auch wieder am Arsch. Also, am Arsch der Welt in dem Sinne. Na, ihr wisst schon. Nee. Weißt du, da will ich meinen Lebensabend genießen und dann passiert sowas. Typisch. Komm ich da jetzt hin? Mann. Aha. Komm, 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 lass mich hier. Ja, danke, danke, danke. So. Ist er tot? Ja. Toll, 3 Minuten 30. Charlie Dilson fährt mit dem Motorrad in Washington herum. Oh Gott, das sind viel zu viele. Das hat mich jetzt viel zu viel Zeit gekostet, dass mich die Bullen erwischt haben. Ich muss hier von Insel zu Insel fahren. Oh Mann, ist wieder richtig fair. Das finde ich dann irgendwie wieder ein bisschen unfair, Leute. Also, kann sein, dass es mir nur so vorkommt, weil ich es halt nicht schaffe. Aber ich finde sowas dann doch ein bisschen arg krass gesteckt. Ganz besonders, weil ich hier nicht rauskomme, Mann. Lass mich doch mal hier rausfahren. Aber jetzt 3 Minuten und es sind, glaube ich, noch genug Leute. Natürlich, ja, haben wir Mission. Wieso wurde mir das nicht auf der Karte angezeigt? Oder wird mir da nur das Gebäude angezeigt? Ach, das kann auch sein, dass mir da quasi nur das Gebäude angezeigt wird. Das ist gut möglich. Ah! Das ist gut möglich. Muss man aber sagen, ist diese Folge... Oh Gott, der ist, glaube ich, eh schon wieder über Länge. Wobei es jetzt, glaube ich, gerade noch geht. Dann haben wir echt nichts geschafft, die Folge. Ne, das ist irgendwo da drüben. Nö. Da sehe ich echt jetzt schwarz für die Mission. Verdammt. Ach, ist das eklig. Heißt, ich wollte jetzt halt ganz schnell eine Folge aufnehmen, aber... Puh. Das ist doof. Muss ich sagen, das ist echt... jetzt komme ich da nicht rüber, Mann. Ah, danke. Ja. Komm. Ja, ja. Ja, ja, da fährt er weg. Ach, du heilige Scheiße. Oh Gott, nein. Die NPCs mit ihren Motorrädern, ey, das ist ja richtig. Komm. Was, der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. What the fuck? Nein! Oh, komm schon. Oh, ist das unfair, ey. Zieh dich das rein, wie oft ich über den rübergefahren bin. Mein Wagen brennt. Komm, jetzt stirb, verdammt. Wir haben es geschafft. Danke, danke, danke. Ja. Oh, es war der letzte. Scheiße. Nein, 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 jetzt bloß nicht sterben. Oh, Alter, schaffen wir das jetzt echt? Krass, unfassbar. Wir müssen speichern. Nein, ich gehe jetzt nicht ans Handy. Keine Lust. Ja, fahr halt weg. Was hat denn da dran? Zwerg? Was hat denn der da umgehangen? Ist das irgendwie so ein Tourist oder... Der grad, ja, da hockt noch einer drin. Das ist schön für denjenigen. Entschuldige mich, falls die Folge ist jetzt wieder etwas zu lange. Mann, die werden immer zu lange. Habe ich doch ein bisschen die Zeit verloren. Ja, ich würde sagen, nächste Folge probiere ich das einfach mal mit dem Hubschrauber zu schaffen. Da werde ich mich, also, da werde ich ein bisschen mehr Zeit brauchen. Da werde ich, keine Ahnung, ich werde es einfach probieren und das, was ich dann schaffe, zusammenschneiden. Das wäre nämlich ziemlich sinnlos, dann wirklich... Da eine halbe Ewigkeit dran zu hocken, Leute, müsst ihr auch verstehen, also. Bei so einer Mission müsste das dann, glaube ich, auch klar gehen. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und. Das können wir nicht speichern. Ich gehe mal ran. Und dann noch ein herzliches Tschüssi.